Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns wieder mal auf dem guten alten Kampfmagier. Ja, waren wir ja jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr. Und hier haben wir ja getrackt, was wir so an Progress machen mit dem Arkanen Kometen. Ja, der jetzt ja neu ist auf dem Battle Mage und seitdem her lohnt es sich auch richtig auf Ausdauer zu gehen. Wir hatten zum Beispiel, ja, als wir das letzte oder das vorletzte Video dazu gemacht haben, vor 2 Monaten, hatten wir einen Maximalschaden vom Arkan-Kometen von 260 Millionen gegen Krieger, Battle Mages und Druiden. Was an sich schon ganz cool ist. Und jetzt nach 2 Monaten gucken wir mal, wo wir jetzt stehen. Und zwar bin ich jetzt nur auf Ausdauer gegangen und werde auch noch weiterhin auf Ausdauer gehen. 200k mindestens. Und wir sind jetzt hier mittlerweile bei einem Schaden von 306 Millionen. Ja, das ist, wie der gute Piccolo sagen würde, guter Progress auf jeden Fall. Ne? Also das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich Schaden. Und das in so kurzer Zeit ist schon echt, ist verdammt viel. In 2 Monaten, wirklich, ist es krass. Also ist krass, finde ich persönlich so, ne? Wir sind jetzt über 306 Millionen, halt gegen die tankigsten Klassen so, ne? Krieger so, ne, das ist klar. Gegen die anderen machen wir halt natürlich ein bisschen weniger Schaden. 33% des des Lebens ist der Maximalschaden so, ne? Den habe ich aber auch lange noch nicht erreicht. Ich hatte mir mal ein paar Kämpfe, oh no, wir sind hier wieder vollgelaufen bis oben hin, oh shit, oh, ganz knapp. Ich hatte mir hier ein paar Kämpfe angeschaut gehabt gegen Leute, ja, wo es halt immer ziemlich knapp ist. Und gegen die, da habe ich auch noch nicht meinen Maximalschaden vom Arkan-Kometen erreicht, deswegen, ja, lohnt es sich auch unterdessen weiter auf Ausdauer zu gehen, da wir halt diesen Schaden noch nicht erreicht haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal den Givens anschauen und den Fitchel, ja, das sind 2 Gegner, mit denen bin ich immer hier relativ krank. Was ist das hier schon wieder oben, Alter? Also, ja, also die Ehrenhalle, die spinnt hier wirklich die letzten paar Wochen wirklich krass rum. Auch die Ehoff, ne, ist ziemlich verbuggt in letzter Zeit. Wenn wir uns mal anschauen, jetzt mal zum Beispiel gegen Givens, ja, ist ja ein Assassine, da machen wir einen Maximalschaden von 244 Millionen. Mit dem Kometen starten wir direkt und da sehen wir, wir haben hier auch das maximale Potenzial, die 33% des Lebens des Gegners noch nicht wirklich ausgeschöpft. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen höher gehen und dementsprechend steigt auch noch weiterhin der Schaden des Arkanen Kometen. Und ich muss sagen, seitdem ich hier auf Ausdauer gegangen bin, bin ich doch ein bisschen konstanter auf jeden Fall hier auch in der Ehrenhalle unterwegs, auch mal auf Platz 5 und 6 mal vertreten, was vorher eigentlich fast gar nicht der Fall gewesen ist, weil man ja sonst eigentlich eher davon ausgeht, dass man, wenn man halt viele Klassen von seinem eigenen Hauptattribut um sich herum hat, ist es ratsamer, eher auch auf das Hauptattribut zu gehen, Richtung 60-40, ja, durch diesen Arkan Kometen, wie jetzt ja der Schaden verändert worden ist, hier vom Feuerball vorher vom Kampfmagier, ja, bin ich jetzt halt eher dazu angehalten, auf Ausdauer zu gehen. Ich war hier ja auch ein bisschen schon mehr auf Stärke erpicht auf dem Server, jetzt gleiche ich das nur noch ein bisschen aus. Und wenn wir jetzt hier gegen den Fitchel kämpfen, was ja ein Battle Mage ist, da machen wir halt eben die 306 Millionen Damage. Er macht hier auch seinen Maximalschaden wahrscheinlich, aber der ist halt noch ein bisschen niedriger als meiner, weil wir halt eben auch ein bisschen mehr Ausdauer haben. Dafür hat der Fitchel deutlich mehr Stärke, was eigentlich reichen sollte für ihn, um mich einigermaßen konstant zu schlagen. So, ne? Dafür haben wir halt den kleinen Boost vom Anfangsschaden mehr durch den Arkan Kometen. Aber das nimmt sich jetzt nur marginal was. Also ich würde sagen, die Kämpfe gegen ihn sind hier auch so, ja, fast 50-50. Ne? Mal schauen, wie das in Zukunft noch so weitergehen wird, wenn wir noch ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen. Wie gesagt, ich habe erstmal vor, bis 200k hochzugehen. Ja, er gewinnt doch noch häufiger als ich auf jeden Fall. Das liegt halt aber auch wirklich an der krassen Stärke, die er mehr hat hier. Und an dem Durchschnittsschaden, der auch deutlich höher ist. Ja,
Auf jeden Fall. So, da macht halt mein bisschen mehr Leben den Damage jetzt auch nicht wirklich weg. Genau, deswegen schaue ich mal gucken, wann wir hier an unser Limit kommen und ja, wo wir hier auch so in der E-Hof stehen. Ne? Wenn wir jetzt mal zum Beispiel gucken in dem Video von vor 2 Monaten, das Ding ist ja auch, dass sich ja dadurch komplett die ganze Gilde ja um 180 Grad gewendet hat, weil wir ja eben eine Battlemage-Gilde sind hier auf dem Server. Müssen wir mal gucken, wo wir hier in der E-Hof irgendwo vertreten sind hier vielleicht, gucke ich hier mal rein. Dadurch, ja, ist ja die ganze Gilde irgendwie verändert worden, weil wir ja halt eben, W27 ist halt eben der Battlemage-Server, ne? Und auf dem hat halt die Klasse gestartet. Hier waren wir auf Platz 39 vor 2 Monaten und jetzt sind wir hier auf Platz 38. Also ist genauso wie vorher, manchmal sind wir auch 40, manchmal auch 36, ja, schwankt genauso wie vorher. Also PvP-mäßig würde ich jetzt sagen, sind wir ungefähr gleich aufgestellt wie vor 2 Monaten, beziehungsweise wie vor dem arkanen Handschuh, der ja dann ins Spiel implementiert worden ist, ersetzt durch den Feuerball. Und ja, da hätte man denken können, wenn das halt eben auf eine 50-Mann-Gilde zutrifft. Ich meine, hier sind nicht nur Battlemages drin, ne? Aber halt schon viele. Dann kann das eventuell hier und da Auswirkungen haben auf die E-Hof, auf die Gilde, ne? Aber so doll ist der Unterschied jetzt tatsächlich nicht zu merken, wie man jetzt aber auch gesehen hat, ne? War da jetzt kaum irgendwie ein Unterschied. Ne? Wo auf jeden Fall der Arcane-Handschuh ein bisschen besser sein soll. Gut, im Late-Game merke ich es jetzt nachher sowieso jetzt nicht mehr so krass. Aber wo er halt ein bisschen besser sein soll, ist jetzt im PvE-Bereich. Auch eher so zum Early-Mid-Game. Da hat es der Battlemage wohl ein bisschen leichter als mit dem Feuerball vorher. Das ist aber auch nur Sachen, die ich mal hier und da von ein paar Leuten gehört hatte, aber jetzt nicht wirklich selbst großartig getestet habe, weil, ja, warum sollte ich jetzt nochmal Battlemage hochspielen, so, ne? Ja, ansonsten sind bei mir die Tries hier so wie vorher eigentlich relativ unverändert, ne? Da macht jetzt das bisschen Schaden hier vom Feuerball im Vergleich zum Kometen jetzt auch nicht viel mehr aus. Und deswegen nach wie vor der Battlemage immer noch eine Klasse, die mir persönlich wirklich sehr viel Spaß macht. Allerdings halt auch wirklich, ja, man muss die halt wirklich mögen, so, ne? Also sie ist halt sehr träge, ist relativ, ja, kommt relativ langsam voran im, ja, in den Early Stages, so, ne? Mir macht es auf jeden Fall Spaß, mir macht es auch Spaß zuzusehen, wie der Schaden wirklich wächst jetzt, ne? Mit dem neuen Feature des Arcanen Kometen und so. Das ist schon ganz cool, so zuzuschauen. Das hatten wir halt vorher als Battlemages, hatten wir das nicht gehabt. Da hatten wir halt eben nur den Feuerball, ohne hier dieses Fenster, was man hier auch aufploppen konnte und das nachvollziehen kann, was man jetzt halt wirklich an Damage gemacht hat mit dem Feuerball. Das war halt vorher, ja, weiß ich nicht, hat man so auf blauen Dunst geskillt, so, ne, nach bestem Wissen und Gewissen. Und da war es halt für mich wirklich eher ratsam, auf Stärke zu gehen, weil halt eben sehr viele Stärkeklassen auch um mich herum sind. Und deswegen bringt es mir dort auch nichts großartig, ja, mehr auf Ausdauer zu gehen. So, ne? Okay, jetzt haben wir es mal geschafft. Jetzt haben wir den Fidget mal besiegt und stehen hier auf Platz 5. Ja, jetzt müssten wir halt unsere eigene Gilde angreifen, das mache ich allerdings nicht, deswegen für mich geht es hier nicht sehr viel höher. Ich muss auch wirklich dazu sagen, W27, auch ein Server, der jetzt für mich jetzt tatsächlich nicht so aktiv vorkommt, da muss ich sagen, da ist gefühlt S31 auf meinem Main, auf dem Mage, noch mehr los als hier auf W27, leider, ne? Aber ja, so ist das. Ich weiß nicht, wir haben hier wie viele Spieler? Ja, das ist auch krass, fast 500.000, ne? Also schon heftig, ne? Das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Das ist nicht auf jedem Server so. Ist halt aber auch ein In-Server. Ja, naja, was will man machen? Gefühlt, ja, kommt mir das hier nicht ganz so aktiv vor. Da müsste ich mal beim nächsten Elevator mal schauen, wie die Gilden hier noch im unteren Segment spielen. Aber ja, ansonsten sieht das hier auch sehr eintönig oben aus, sag ich mal, in der Heldenhalle. Und deswegen ist das immer schon ein Anzeichen dafür, dass der Server jetzt nicht ganz so,
ja, nicht ganz so aktiv ist, beziehungsweise dominiert wird von einer einzelnen Gilde, so, ne? Das ist halt für den Spielspaß immer nicht ganz so förderlich. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir mal gerne, ob ihr auch irgendwie ein Battlemage spielt oder so und ob ihr da Gefallen an der Klasse findet. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich habe das Gefühl, der geht so ein bisschen immer unter hier und da. Aber ich finde die Klasse tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Und mir gefällt es auch weiterhin und bin froh, dass ich sie als meine zweite Main-Klasse sozusagen nach dem Magier dann gepickt habe. Das war es soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.